Ich isoliere dich nicht, um dich zu bestrafen. Wenn ich dich bei den anderen lasse, ärgern sie dich vielleicht. Hast du gesehen, wie groß Samanthas Pferd ist? Mistral sah daneben fast wie ein Pony aus. Die Größe ist nicht alles. Irgendwie doch. Und wenn du die Wette verlierst, verpasst du eine ganze Saison. Du kannst nicht Samanthas Groom sein und selbst an Turnieren teilnehmen. Denk doch mal an Bonbon. Er ist dieses Risiko wert. Und sollte Lena verlieren, dann helfen wir ihr bei den lästigen Pflichten, oder? Klar. Oh, ganz ruhig, Mistral. Halt mal bitte die Zügel. Ich hole die Weste für den Geländeritt. Ich will mit Mistral auf die Querfeldeinstrecke. Sei lieb, Mistral. Mach nicht so einen Stress. Lena kommt ja gleich wieder. Oh. Bleib cool. Josephine hat dir nichts getan. Danke, Nico. Bis später. Anna, weißt du was? Mistral hat Josephine angeknurrt. Ach ja? Und hat er auch Wauwau gemacht? Ach, Nico, Pferde knurren doch nicht. Sie sind doch keine Hunde. Gut, Lena. Bring dein Pferd in Balance. Und jetzt vorsichtig drauf zureiten. Los, Mistral! Naja, ich weiß gar nicht, wozu ich euch trainiere. Ihr schafft doch sowieso alles. Ja, das war nicht schlecht. Für ein Pony. Hör! Aus dem Weg, sonst könnten wir euch aus Versehen niedertrampeln, ihr Winzlinge! Zeig's ihr, Sam! Du bist die Beste! Lena, nein! Nicht da lang! Raus. Samantha, du bist einfach unglaublich. Wir müssen noch eine ganze Menge trainieren. Hey, könntest du deine göttlichen Kitesurf-Muskeln mal dafür nutzen, mir beim Heuverteilen zu helfen? Oh Mann, da sehen wir aber alt aus. Was? Sieh mal, die Platzierungen von Samanthas Pferd. Voll krass. Ihr Star 4 ist echt auf Profi-Rennstrecken gestartet. Lasst euch nicht davon beeindrucken. Mistral hat auch eine Menge zu bieten. Oh, ganz ruhig, Mistral. Bonbon ist nicht dein Feind. Nein, warte, Lena. Du solltest Mistral nicht zu den anderen Pferden stellen. Wieso denn nicht? Weil Mistral auf Krawall gebürstet ist. Vorhin hat er Josephine angegriffen. Da hat er sich vor sie hingestellt und das hier gemacht. Was genau hat Mistral gemacht? Könntest du es nochmal vormachen? Na, seht ihr? Genau solche Geräusche hat er vorhin auch gemacht. Mistral, Josephine, hört auf! Lass den Unsinn! Lena, sei vorsichtig! Es reicht, beruhige dich! Und du kommst mit. Komm, Josephine. Lena trabt und galoppiert, redet mit den stolzen Tieren. Für Lena